Willkommen in unserem Podcast-Studio von Lernen mit Zukunft. Professor Abacus beschäftigt sich mit dem Thema Ausgrenzung. Vorgetragen von Birgit Menke. Der Dachstuhl brennt. In jedem Jahr gibt es einen rothaarigen Tag. Ich wurde noch nie eingeladen, obwohl meine Haare einen rötlichen Stich haben. Und diesen Farbschimmer habe ich von meinem Opa geerbt. Nur sehr wenige Menschen haben naturrote Haare, erklärte Opa mir, der als Kind sehr unter seiner Haarfarbe gelitten hatte. Feuerkopf oder Rotmappe, riefen die Kinder, wenn sie meinen Opa sahen, und dann sind sie hinter ihm her, um ihn zu verprügeln. Opa war dann immer sehr wütend, aber auch unglücklich, weil er das schwarze Schaf war. Und das alles wegen einer Haarfarbe, die ohne sein Zutun den Weg auf seinen Kopf gefunden hatte. Um doch anerkannt zu werden, setzte sich Opa beim Fußballspielen immer besonders ein und schoss für seine Mannschaft die meisten Tore. Das machte seine Kameraden dann neidisch. Sogar ziemlich neidisch. Zumal Opas Einsatz in der Dorfzeitung besonders hervorgehoben wurde. Opa ist immer noch sehr stolz und hat einige Zeitungsartikel und eine rote Haarsträhne aufgehoben. In meiner Klasse sehen alle Kinder unterschiedlich aus. Rote Haare hat niemand, aber es gibt Kinder mit dunkler Haarfarbe. Auch Kinder mit blonden Haaren, manche tragen eine Brille oder auch eine Zahnspange. Es gibt verschiedene Augenfarben und auch verschiedene Hautfarben. Es wird immer schwarze Schafe geben, und es wird immer Menschen geben, die bestimmen, welche Schafe schwarz sind, kommentierte Opa meine Beschreibung. Das finde ich ungerecht, sogar sehr ungerecht. Aber ich werde sicher nicht gefragt. Wie immer. Bam, bam, ba, bam, 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 bam.